Digital Social Summit 2022, die Short Bytes. Herzlich willkommen, Katrin von DHL. Schön, dass du hier bist. Erzähl doch kurz zwei, drei Sätze zu dir, dass die DSS-Community weiß, wer du bist und was ihr macht. Dankeschön, Peter, und vielen Dank für die Einladung. Mein Name ist Katrin Muhr. Ich leite hier bei der Deutschen Post DHL in Bonn das Programm GoHelp, Katastrophenschutz in Partnerschaft mit den Vereinten Nationen. Ja, vielen Dank. Ihr werdet im Augenblick wahrscheinlich auch mit Ukraine viel zu tun haben, aber Idee wäre einfach, den Blick größer zu spannen. Ihr habt mit den Vereinten Nationen eine strategische Partnerschaft und baut eigentlich systematisch Infrastrukturen auf, um in großen Krisenfällen entsprechend schnell reagieren zu können. Erzähl uns doch mal ein paar Worte zu der Partnerschaft und insbesondere zu GoHelp, was die Idee dahinter ist. Ja, danke Peter, sehr gerne. Ja, was machen wir? Wir helfen mit dem, was wir am besten können als Unternehmen, das ist ja Logistik, und zwar mit unserem Wissen über Logistik. Wir haben seit 2005 die Partnerschaft mit den Vereinten Nationen und was wir tun, ist, wir schicken Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die sich freiwillig gemeldet haben, an Flughäfen nach Naturkatastrophen. Der Grund ist, dass nach Naturkatastrophen oft Hilfsgüter wirklich in großer Zahl dort ankommen und den Flughafen zu blockieren drohen. Das passiert auch, wenn man nichts dagegen tut. Und deswegen sorgen unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter dafür, dass die Flugzeuge schnell entladen werden, vernünftig alles koordiniert wird, Lagerfläche gefunden wird und die Waren und die Güter geordnet an die Vereinten Nationen oder an die empfangenden Hilfsorganisationen übergeben werden. Auf diese Art und Weise stellen wir sicher, dass wirklich alles schnell zu den betroffenen Personen, zu den betroffenen Menschen im Katastrophengebiet kommt. Spannend. Und wenn du jetzt diese Initiative mit drei Hashtags beschreiben müsstest, welche Hashtags würdest du wählen? Ja, also ich würde sagen, @collectiveimpact ist ein Hashtag, der uns ganz wichtig ist, weil, wie gesagt, zusammen mit den Vereinten Nationen, mit unserer Kernkompetenz, mit unseren Mitarbeitern machen wir einen Unterschied in dieser kritischen Situation. Wir haben noch den Hashtag @partnership oder Partnerschaft. Hierhinter ist auch das Bild von den Vereinten Nationen. Es ist uns sehr wichtig, dass wir in die humanitären Systeme eingebunden sind und nicht alleine loslaufen. Und das letzte Hashtag @connectivity. Im doppelten Sinne, weil ohne Konnektivität können wir nicht arbeiten. Wir müssen wissen, was vor Ort passiert und unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter stellen das auch sicher. Und @connectivity auch auf der anderen Seite, wir verbinden Menschen und verändern und verbessern ihr Leben. Also in doppelter Hinsicht ein wichtiger Hashtag für uns. Ja, liebe Katrin, danke für diesen ersten Einblick in GoHelp, in eure Aktivitäten. Wenn ich mich jetzt frage, wie schaffe ich Voraussetzungen für diese komplexen Logistikketten über Grenzen hinweg, über Organisationen hinweg, Non-Profit, For-Profit. Wie bereitet ihr Flughäfen beispielsweise für solche Herausforderungen vor, dass, wenn die Krise da ist, man extrem schnell hochfahren kann, hochskalieren und möglichst großen Hebel für die Hilfe hat? Ja, Peter, danke für die Frage. Das ist tatsächlich was wir immer wieder gesehen haben, dass Flughäfen nicht gut genug vorbereitet sind. Die wissen auch oft gar nicht, wie gehen diese ganzen Ketten zusammen. Also welche Rolle hat die UN, welche Rolle haben Hilfsorganisationen? Und deswegen haben wir ein Programm aufgesetzt, das nennt sich GUARD, Get Airports Ready for Disaster. Was wir machen, wir schicken unsere eigenen Flughafenexperten zu einem ausgesuchten Flughafen, auch das in Zusammenarbeit mit den Vereinten Nationen. Und wir schulen dort das Management des Flughafens, also alle relevanten Funktionen, Immigration, Air Traffic Control und so weiter, und erklären ihnen erstmal, was passiert denn eigentlich nach einer Naturkatastrophe, was bedeutet das für ihren Flughafen, ja, also zehnfaches Frachtvolumen, zehnfaches Passagiervolumen etc. Und dann sind sie selber aufgefordert, ihren eigenen Flughafen zu begutachten, also sich vorzustellen, was passiert, wenn jetzt wirklich Unmengen von Hilfsflügen reinkommen, was passiert, wenn ich Unmengen von NGOs unterbringen muss in meinen Büroräumen, was passiert, wenn ganz viele Menschen das Land verlassen, was bedeutet das für meine Immigration oder Emigration dann halt. Und das ist ein sehr interessantes Programm, es geht über 5 Tage und die Teilnehmenden am Flughafen, die müssen quasi selber arbeiten. Deswegen nennen wir es auch Workshop, nicht Training. Und es geht ja heute um digital. Deswegen ist das Digitale inzwischen auch eingezogen in die GUARD-Workshops. Weil wir natürlich, vor 2 Jahren ging es ja dann los, konnten wir plötzlich nicht mehr reisen und unsere Trainer nicht mehr hinschicken.
Nun, ein Training als solches kann man einfach machen. Das haben wir auch ganz schnell hingekriegt per Zoom, ne, so wie wir jetzt auch sprechen, konnten wir die Flughafenmitarbeitenden trainieren. Aber wie macht man eine Flughafenbegutachtung, so dass der Trainer wirklich das Gefühl hat, er ist dabei? Und wir haben eine tolle Technologie gefunden aus unserem eigenen Lagerhausmanagement bei der Deutschen Post DHL, und zwar sogenannte Augmented Reality Glasses. Und diese haben wir dann an den Flughafen geschickt und ein Freiwilliger hat die dann getragen vor Ort. Und so konnten die Trainer mit den Augen des Beteiligten halt den Flughafen sehen und genau auch sehen, ah, da ist ein Lagerhaus, habt ihr schon mal überlegt, was ist damit, könnt ihr das im Zweifelsfall nutzen? Ah, hier steht ein kaputter Gabelstapler oder hier ist eine Zufahrtsstraße blockiert. Und man hat ja das Gefühl, man ist wirklich dabei auf dem Flughafen. Und da hat uns wirklich die Digitalisierung extrem geholfen, weil wir konnten das Training durchführen oder den Workshop mit den Trainern, als ob die dabei sind. Und der Flughafen war trotzdem sehr gut vorbereitet und wir brauchten nicht zu reisen. Ja, spannendes Beispiel. Und wenn wir den nächstes Jahr vielleicht den DSS dann wieder physisch durchführen können, vielleicht auch eine Möglichkeit, sowas im Showcase zu zeigen. Zwei tolle Beispiele, sehr fokussiert mit GoHelp, Vorbereitung und Projekt. Jetzt ist es so, ich weiß ja aus dem Interview mit Rania von letztem Jahr, dass ihr als DHL eine extrem breite Basis von Mitarbeitern habt an Aktivitäten. Ich glaube, ihr habt rund 500.000 Mitarbeitende, Hunderttausende von Volunteers. Sind die alle rein in diesen, ich sag mal, DHL-fokussierten Projekten unterwegs, wo ihr eure Skills systematisch einsetzt? Oder seht ihr das auch breiter? Und welche Voraussetzungen schafft ihr, wenn jemand aus eurer Mitarbeiterschaft kommt und sagt, ich würde gerne aktiv werden? Wie vernetzt ihr die beispielsweise? Ja, also 100.000 können wir natürlich auf keinen Fall hier aus der Zentrale steuern. Das wollen wir auch gar nicht. Ne? Deswegen geben wir aus der Zentrale so ein paar Leitlinien und sagen, wenn ihr das machen möchtet, gibt es ein paar Richtlinien. Also ihr macht es im Namen der Company. Deswegen sucht euch bitte einen Partner, entweder so einen großen wie die UN, aber auch gerne einen Partner vor Ort. Es kann auch ein Kindergarten sein. Also bitte macht nichts alleine. Das ist eigentlich so die einzige Grundregel. Und versucht euch an die, sagen wir, Schwerpunkte zu halten, die wir gegeben haben, also im Wesentlichen Katastrophenmanagement oder GoTeach haben wir auch noch, also Jugendliche in die Arbeitswelt zu integrieren. Es gibt auch noch GoGreen, im weitesten Sinne Umweltschutz. Und wenn sie das dann machen, hilft uns auch die Digitalisierung sehr, sehr, sehr. Weil, wie gesagt, wir können von hier aus nicht selber koordinieren. Wir haben eine Plattform aufgestellt, eine weltweite Plattform, ist eine Selbstentwicklung von uns, wo wir A, gute Beispiele zeigen, also einfach Ideen, was Leute gemacht haben, wir können ihre Projekte dort hochladen und man kann sich inspirieren lassen, einfach was es alles gibt. Man kann dann aber auch selber über diese Plattform sich entweder melden als Volunteer oder auch selber ein eigenes Projekt einstellen und Volunteers finden. Das hat uns jetzt zum Beispiel bei der Flutkatastrophe letztes Jahr sehr geholfen. Da hatten wir innerhalb schnellster Zeit wirklich wahnsinnig viele Volunteers, die uns an der A geholfen haben. Und der letzte Schritt, den man auch noch abwickeln kann über die Plattform, ist, man kann sich um finanzielle Förderung für seine NGO bewerben. Das heißt, es kriegen nicht die Mitarbeiter die finanzielle Förderung, sondern die NGO. Und das soll dazu dienen, dass man dann im nächsten Jahr das Projekt nochmal machen kann oder ein ähnliches Projekt, sodass man auch eine Nachhaltigkeit der Projekte sicherstellt. Und das ist toll. Die Plattform wird sehr gut angenommen und das hilft uns sehr, das aufrechtzuerhalten, das Programm. Ja, vielen Dank, Katrin, für die Einblicke in eure Arbeit. Bemerkenswert, es wird ja häufig immer kontrovers diskutiert. Warum machen Unternehmen was? Was ist der Mehrwert? Aber ich glaube, was wir auch in anderen Engagementbereichen sehen, den letzten Punkt, den du erwähnt hast, Beispiele zu zeigen, dass diejenigen, die vielleicht noch nicht ehrenamtlich aktiv sind, für sich selber ihre Nische finden, ihr Projekt finden, mit ihren Organisationen beitragen. Und insofern ist es, glaube ich, auch eine Riesenchance, bundesweit die Aktivitäten im Ehrenamt viel, viel stärker nach vorne zu bringen. Weil wir haben, glaube ich, jetzt gesehen, Ehrenamt ist in Teilen Schule der Demokratie, wie es Katharina Peranitsch von der Stiftung für Engagement und Ehrenamt mal formuliert hat. Von dem her danke, dass du persönlich aktiv bist, deine Kolleginnen und Kollegen da aktiv sind. Und danke nochmal für das Interview. Und würde mich sehr freuen, wenn wir uns dann physisch im nächsten Jahr beim Digital Social Summit, wo auch immer er stattfindet, müssen wir mal sehen, auch persönlich sehen würden. Herzlichen Dank und viele Grüße nach Bonn. Danke auch und Grüße zurück.